Im heutigen Video spreche ich über einen Fall, in dem der EGMR eine Verletzung des Rechtes auf ein faires Verfahren festgestellt hat, weil der entscheidende Richter befangen war. Viel Spaß! Zum Recht auf ein faires Verfahren gehört auch das Recht auf ein unparteiisches Gericht. Dieses Recht ist verletzt, wenn einer der Richter, die in dem Fall entscheiden, befangen ist. Mit so einem solchen Fall hat sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Fall Meng gegen Deutschland auseinandergesetzt. Ausgangspunkt des Verfahrens war ein Mordprozess. Da war der Beschwerdeführerin beim EGMR vorgeworfen worden, gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten ihren damaligen Ehemann umgebracht zu haben. Nach Überzeugung des Gerichts hätten die beiden aus Habgier gehandelt. Sie hätten den Ehemann daran hindern wollen, Vermögenswerte beiseite zu schaffen, damit die Beschwerdeführerin bei einer Scheidung nicht leer ausgeht. Die Beschwerdeführerin und ihr Lebensgefährte wurden also wegen Mordes angeklagt und wurden in zwei getrennten Verfahren abgeurteilt. Zuerst fand das Verfahren gegen den Lebensgefährten statt und er wurde wegen Mordes verurteilt. In solchen Verfahren ist in der Regel einer der Richter Berichterstatter. Das heißt, er beschäftigt sich besonders intensiv mit den Akten, bereitet die rechtlichen Fragen für die anderen Angehörigen des Gerichts auf und schreibt in der Regel auch später das Urteil. Der Richter, der in dem Fall Berichterstatter war, ist dann versetzt worden und Vorsitzender einer Strafkammer geworden. Und diese Strafkammer war dann befasst mit dem Verfahren gegen die Beschwerdeführerin, das heißt dem nachfolgenden Verfahren wegen des gleichen Sachverhalts. Und erneut ist die Beschwerdeführerin wegen Mordes verurteilt worden. Die Beschwerdeführerin hat in dem Verfahren den Richter wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt und hat gesagt, dieser Richter kann ja nicht unbefangen urteilen, denn er hat sich ja bereits in dem Parallelverfahren gegen ihren Lebensgefährten intensiv mit dem Sachverhalt auseinandergesetzt und letztlich festgestellt, dass da ein Mord stattgefunden hat. Das Gericht hat diesen Antrag aber abgelehnt. Das ist dann später auch so vom Bundesgerichtshof und vom Bundesverfassungsgericht bestätigt worden. Die Beschwerdeführerin ist dann zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und hat gesagt, mein Recht auf ein faires Verfahren nach Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention ist verletzt. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ihr Recht gegeben. Er hat gesagt, grundsätzlich ist es kein Problem, wenn ein Richter sich bereits in anderer Position mit dem gleichen Sachverhalt beschäftigt hat. Denn ein Richter ist aufgrund seiner Ausbildung und aufgrund seines Trainings in der Lage, solche Dinge auseinanderzuhalten. Hier liegt es aber besonders, denn der Richter hat in dem Urteil gegen den Lebensgefährten, das er verfasst hatte, bereits geschrieben, dass ein Mord vorliegt. Und er hat auch deutlich gemacht, dass er davon ausgeht, dass die Beschwerdeführerin darin verwickelt war. Das heißt, er hat gesagt, der Verurteilte hätte den Mord gemeinsam mit der Beschwerdeführerin begangen. Und in dieser speziellen Konstellation, hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gesagt, muss man davon ausgehen, dass ein Richter als befangen anzusehen ist. Das heißt, aus der Sicht des Betroffenen gibt es gut Gründe anzunehmen, dass dieser Richter nicht mehr völlig unvoreingenommen urteilen kann, weil er sich bereits in dieser Form festgelegt hat. Weil das so war, hat der EGMR eine Verletzung von Artikel 6 EMRK festgestellt und die Beschwerdeführerin kann jetzt mit diesem Urteil in Deutschland ein Wiederaufnahmeverfahren beantragen.